Das Veranstaltungszentrum Ramsau am Dachstein war die Bühne für das wunderbar poetische Musiktheaterstück Die Omama im Apfelbaum nach dem gleichnamigen Buch von Mira Lube. Es handelt von Andi, der traurig ist, weil ausgerechnet er keine Omama hat. Und dann sind es plötzlich zwei. Und eine davon sitzt neben ihm im Apfelbaum. Eine. Und wenn sie zu Hause mit dir schimpfen, dann sag ruhig, meine Omama hat's mir erlaubt, Omama. Zur Aufführung gebracht wurde das Stück von der Theatergruppe Schneck und Co. Autor und Schauspieler Peter Scheibenreif ist die Freude, Kinder unterhalten zu können und damit ihre Fantasie zu beflügeln, die schönste Bestätigung. Unterhaltung. Unterhaltung, aussteigen aus dem Alltag, einfach eintauchen in eine fantastische Welt, weil der Andi, der sehr darunter leidet, dass er keine Omama hat und dann sich eine herbeifantasiert, nämlich in seinem Apfelbaum. Und es sind bei jedem Kind, das drinnen sitzt, entstehen da Bilder, das es dann für sich, für eigene Problemlösungen oder so zu Rande ziehen kann, was dabei. Also es gibt für jeden was dabei. Und dann gibt es da noch die Omama, die im Nachbarhaus eingezogen ist. Eine Du Burschi, willst du mir einen Gefallen tun, Omama? Die Andis Augen zum Glänzen bringt. Und die Augen der Ramsauer Kinder strahlten ob dieser schönen Geschichte gleich mit. Also mir hat das Stück sehr gut gefallen. Und ich habe es cool gefunden, wie es nach Afrika gefahren hat. Und dann, wie es die Omama kennengelernt hat. Das Lustigste war, dass zwei Omas gehabt hat. Bei dir? Der Wurm. Bei dir? Wie der Wurm eingespuckt hat. Das Lustigste war, wo es rausgespritzt hat. So, dass der Wurm so gespuckt hat. So. Für die Verantwortungsträger und den neuen Kindergemeinderat der Ramsau war dieses Theaterstück einfach eine riesengroße Freude. Also ich habe jetzt, ich weiß, dass die Kinder auf Theater und auf solche Vorführungen heiß sind. Wir haben vor kurzem einen Kindergemeinderat gegründet und auch durchgefragt, was wäre so euer Wunsch und was fehlt und was hättet ihr gern. Und wie dann das Thema Theater angesprochen worden ist, dann ist ein heller Aufschrei. Wenn ich, ja genau, das brauchen wir, das wollen wir. Wir wollen nach Graz, Salzburg zum Theater fahren, wie immer das auch möglich wäre, dass man Kinder mit Theater in Verbindung bringt. Und allein das hat mich schon gefreut, weil man denkt, da ist wirklich ein Wunsch da. Und Kinder sehen ja auch. Die spielen ja gern. Das ist ja eher ureigenstes und Theater ist Spiel. Und deshalb ist es so wichtig, dass das angeboten wird. Ursula Bleier, die Darstellerin des Andi, genießt die Arbeit im Schneck Musiktheater, das im Gesamten allerdings nicht nur für Kinder agiert. Wir haben ja ganz viele verschiedene Stücke. In dem Stück spiele ich den Andi, der seine Omama leider verloren hat und eben keine mehr hat und sich so sehr eine wünscht und hat sich einfach eine ausdenkt, weil er sich so sehr einsam fühlt. Wir nennen uns ja Musiktheater nicht nur für Kinder und insofern sind wir für beide da, Erwachsene und Kinder. Ob Erwachsene oder Kinder, eine kurzweilige Theatervorstellung lang haben wohl alle Zuseher die Zeit vergessen und sich mit dem kleinen Andi gefreut, gelacht und auch ein bisschen mitgesungen. Die Omama im Apfelbaum hat in Ramsau am Dachstein nicht nur Kinderaugen zum Glänzen gebracht. Deine besonderen, deine fantastischen Augen.